Moin Leute, neue Runde, neues Glück und wir fahren das dicke deutsche Auto GWE 100 Arti. So, mit dabei im Zug der Harald in der Liste über mir. So, und ich bleib direkt mal hier stehen. Wir sind im Schwenkbereich, der ist halbwegs brauchbar. Mit dabei sind 11 AP-Granaten, 17 HE und 2 Gold-HE. Wobei ich die Gold-HE so gut wie nie nutze, aber ich hab's einfach mit dabei. Vielleicht gibt es ja irgendeine Situation, wo man es doch mal gebrauchen kann. So, was haben wir hier? Nix. T71. Mit einer AP-Granate natürlich schon schwierig zu treffen, weil der Splash, der ist ja nicht vorhanden. Also man muss wirklich einen Vollhit machen. Und da fährt natürlich jetzt die Sekunde weg. Toll. Ja, das waren mal verschwendete 1000 Credits oder wie viel auch immer. 1600, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall teuer Money. So, was haben wir denn? Harald fährt da drüben, G1. F1 ist ein bisschen arg dünn besetzt, der T32 hier drüben. Hier sehen wir mal schön einen Bot. Der macht einfach nichts. Der guckt zwar mal irgendwie rum, aber ich weiß auch nicht, was das soll. Sehr merkwürdig. Ich meine, so verhält man sich doch nicht mal als AFK-Spieler, oder? Also dann ist man ja wirklich, da steht man nur rum, aber der fährt irgendwo hin. Und hat sich gedacht, naja, vielleicht kann er ja das Gefecht einfach überleben durch nichts tun. Beziehungsweise, selbst wenn er es verliert, kriegt er auch XP. So, wir haben einen M103. Kriegen wir den an der Ecke? Oh no! Ich treffe nichts, das ist alles, oh Mann. Das muss treffen, sonst losen wir das. So wertvolle Ziele, manchmal ist echt der Wurm drin. Dann hängen da so ein, zwei Punkte an irgendwelchen Objekten und genau die trifft man dann aber auch. So, D1 da oben hält sich. Ist irgendwie relativ ruhig. So, jetzt kriegt der T69 hier vermutlich einen rein. Oh, sehr gut, er konnte sich nochmal durch diese komischen Betonröhren da in Deckung fahren. Der IS hat genau dagegen gehauen. Ja. Also das ist natürlich jetzt Mr. Zufall. Mehr kann man nicht machen. Man kann nur hinzielen und dann hoffen, dass die Granate auch landet. Aber bei solchen Dingen, dann ist echt auch mal der Wurm drin. Na, jetzt haben wir einen E75. Wobei ich hier fertig geladen habe, ist der vermutlich schon platt. Ich bin noch die einzige Art, die der Gegner hat. Zwei. Tja, gleich fertig. Es lohnt sich gar nicht mehr, die AP-Granate. Aber wir setzen halt mal rein. Ein roter weniger, der Schaden machen kann. So, immer mal ein bisschen hin und her fahren. Man weiß ja nie, ob hier einer herzielt oder guckt. Und wir haben immer noch einen Scout. Letzte Markierung war irgendwo an der Brücke da oben. Und da hängt er. Oh. Im wahrsten Sinne. Guck mal da, der wackelt. Das wäre ja noch fast was fürs Failplay, ja. Guck dir das an, der hängt da echt fest. Ach, die arme Sau. HE habe ich zum Glück geladen. Ich denke mal, da splashen wir den jetzt weg. Oh, das tut mir leid. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Die arme Sau. Nee, solche Bugs sind mies. Da bemitleide ich den T71, auch wenn er im Gegnerteam ist. Solche Bugs. Kacken, Mist, Drecks, muss nicht sein. So, T34-2 kommt ja quer durch die Mitte. Oh, ich habe ein Problem. Oh ja, sehr gut, er kriegt einen rein. Von wem auch immer, vermutlich von dem Objekt oder so. Oh shit, Mann, ich habe wieder Nachladezeit. Ja, gleich fertig, was ein Glück. Der schafft das ja echt noch durch. Guck mal, die jagen jetzt den, jagen den und... Mach den Blatt. Ich will nicht sterben, nein. Ein bisschen die Röhren hier als Deckung nutzen. Aber jetzt müsste ich darauf geklärt sein, oder nicht? Ich meine, der könnte jetzt hier in den Kran lang fahren. Der kommt hier genau. Wo kommt denn der lang? Hier zum Cap. Und jetzt müsste ich leuchten. Da komme ich nicht ran. Oh, kriege ich den? Das Rohr geht gar nicht runter. Ja. Tja, wenn du schon auf Artejagd gehst, dann Ah, ich muss mir aber da selber auf die Schulter klopfen. Selbst mit dem dicken Ding hier klappt das. Ein bisschen, da war ja noch der Turm im Visier und dann hat die Granate zum Glück auch eingeschlagen.
Hui. Also ein Fail und ein Skill Lucky Shot im einen. Juhu. Und das in einem normalen Gefecht. Und ich habe ganze 3 Kills. Wow. Und der Schaden, ich habe schon über 1000. Und das mit dem Ding, das macht man sonst mit einem Schuss. Oh Gott. Oh, was ist denn hier? Ein Free XP Target. Der kann also ruhig ausblenden. Der wird da nicht fahren. Es sei denn, er ploppt plötzlich ins Spiel. Ach, den nehmen wir noch mit. Sollen die anderen sich ruhig betteln? Oh, und dann geht er davor und macht nicht mal einen kompletten Schaden. Also man sieht, hier ist echt manchmal der Wurm drin. Aber zum Glück konnte ich noch ein bisschen Richtung 2000 Schaden pimpen. Ist nicht schön, aber ist egal. Vielleicht erweckt es ihn ja doch plötzlich zum Leben. Und an die anderen wäre ich eh nicht rangekommen, wenn die dann irgendwelchen Waggons hängen. Dann nehme ich lieber den noch mit. So, mal ein bisschen Position wechseln, denn die wissen ja auch, dass ich da unten stehe. Eine Art hier zum Glück tot. Und was haben sie jetzt noch? Den E100, den dicken und den M103. Ach, gar nicht gesehen, da habe ich ja auch mittlerweile Geschichte. So, können wir hier oben irgendwas machen, wenn der IS-3 jetzt schlau ist und nur zurückfährt, sodass die vorkommen, dann kann ich auch mitwirken. So. Ja, IS-3 bleibt schön hinten. Du bist nur Tier 8. Oh, da fängt ja nochmal ein Schuss ab. Ich komme da echt nicht ran. Oh mein Gott, was macht denn der? Das sind doch zwei fette Panzer, die da nur drauf warten, dass er kommt. Mein Gott. Genau wie der M103 deine Fehler macht und nicht abwarten kann. Und einfach mal vorfährt. Eieieiei. Also kann man sich die Kills irgendwie auch zurecht cheaten. Aber so Runden müssen auch mal sein. Ich mache ja genug, wo ich auch Schaden reindrücke. Dann kann ich auch mal sowas hier abstauben. So. Jetzt drückt da die Viererfront. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hier in den Süden. Na, der T32 hängt immer noch bei H1. Der wird sich ja nicht mehr bewegen, habe ich das Gefühl. Der andere sieht das auch. Gut, wo hängt der Jagdpanzer E100 jetzt? Bleibt er bei der Brücke? Kommt er runter? Fährt er gar ganz hoch zurück? Oh nein, quer über den Acker. Wieso denn das? Das wäre das Letzte, was ich gemacht hätte. Genau, während der Fahrt nochmal schießen und nochmal einen Kill gemacht. Das wäre geil. Ich muss dich rächen. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Ja, in der Tat noch einen fünften. Ja, cool. Okay, alles klar. Gab sogar noch den Sensenmann. Tja, echt unterirdisch wenig Schaden gemacht. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.